Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy Leveling 10, 10, vor allem 14. ja, beim letzten Mal haben wir angefangen, den Faustkämpfer zu leveln, den Gladiator und den Thaumaturgen. Gladi 11, Faustkämpfer 8 und Thaumaturg 6. Ihr könnt euch es so alle denken, ne? Gildengeheiß machen wir jetzt natürlich mal wieder mit dem Gladi. Das war nicht der Gladi ist hier. Gibt auch gerade einen Bonus. Deswegen, let's do it. So. Und wir werden jetzt ein paar Freibriefe machen. Freue mich schon ganz enorm drauf. Freibriefe sind so toll. Juhu. Wie gesagt, ich möchte eigentlich zumindest den Gladiator noch hochkriegen. Wenn wir Taumaturg und... Ach, wie heißt das andere Ding? Ne? Hier, sag mal schnell. Faustkämpfer und Thaumaturg nicht schaffen, ist das jetzt kein Weltuntergang. Auch das kriegen wir hin. Es kann sein, dass ich zwischendurch ein bisschen abgelenkt bin. Ich habe jetzt gerade probeweise wieder den Hund hier unten. Weil nächste Woche ein Stream wahrscheinlich mit Hund sein wird. Deswegen muss ich sie so ein bisschen hier an das Leben hier unten gewöhnen. Ohne dass sie hier einen halben Aufstand macht. Und ja, bisher klappt es ganz gut. Ach ja, wir können den einen Auftrag dann noch abgeben. Das machen wir mal schnell. Es sei denn, wir kommen jetzt gleich rein. Dann natürlich nicht. Das ist ein Fate. Für ein Gladiator leider zu groß. Aber nun gut. Leck mich. So, wir können aber teilnehmen. Unser Gladiator wird sich freuen. Oder auch nicht. Machen es wieder nicht. Der eine DD hat wohl keine Lust. Hier ist Seeort für irgendwas. Okay. Was auch immer da ein Zielort war. Leichter Trupp. Und was ist es? Ah, okay. Ja. Sehr schön. Er lief etwas aus dem Ruder. Etwas. Hat aber trotzdem geklappt. Ah, leider kein ganzes Level, aber passt. Immerhin etwas.
wertvollster Spieler. Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Nein, hau ab. Ich will gerade nicht. Das bisschen da will ich auch nicht mehr machen. Sehr Silberbazar, okay. Hallo Kikipu. Was willst du hier? Wenn man dich geschickt hat, um mich einzuschüchtern, dann kannst du gleich wieder verschwinden. Ich verkaufe mein Land auf keinen Fall. Nanu, haben wir schon einmal Schwanzfedern und einen Brief von Oswill? Wie bist du denn da angekommen? Sag mal her. Liebe Kikipu, wie geht es dir? Lieferungen zum Silberbazar sind selten geworden. So gibt es kaum noch Gelegenheiten, dich zu treffen. Es betrübt mich, dass du an solch einem trostlosen Ort ein Dasein in Armut fristen musst. Die Leute erzählen sich, dass die Grundstücke auf dem Bazar gerade in großem Stil aufgekauft werden oder komplett saniert werden sollen. Ich weiß, der Abschied wird dir nicht leicht fallen, aber spring aus deinem Nest und akzeptiere das Unvermeidliche. Verkauf dein Hab und Gut. Möge meine Worte dich beflügeln, in einem anderen Ort einen neuen Anfang zu wagen, in freundschaftlicher Verbundenheit, Oswald. Spring aus deinem Netz. Beflügeln. Hat er die das. Hat er dasselbe? Die haben wir schon über Schwanzwirbel. Irgendwie kann ich gerade nicht lesen. Hat er dir deshalb die Hammer, Schnabel, Schwanz, Federn mitgegeben? Oh Gott. Der Typ hat ja wohl einen Vogel. Hammerschnäbel können doch gar nicht fliegen. Und außerdem ist hier noch nichts entschieden. Was fällt dem überhaupt ein? Ich denke nicht im geringsten daran, meine Heimat aufzugeben. Wenn Oswald wirklich etwas an mir liegt, sollte er sich lieber mal um die verschlagenen Makler und ihre Winkelzüge kümmern. Okay. Du bist eine Abenteurerin, nicht wahr? Wunderbar. Dann solltest du ja Übung im Vertreiben lästiger Elemente haben. In den Pausen zwischen den Schichten lungert hier nämlich immer so ein Haufen unverschämter Typen rum. Wenn du nicht vollkommen blind und taub bist, sind dir vermutlich schon die Dampframen östlich von dir aufgefallen. Ihr Lärm ist einfach nicht auszuhalten und scheint sich auch auf das Hörvermögen der Mitarbeiter auszuwirken. Die können sich nämlich nur noch schreiend unterhalten. Und am liebsten tun sie das leider hier auf dem Silberbazar, wo sie so gut wie jede freie Minute verbringen und gratis noch ihren stechenden Achselschweißgeruch verbreiten. Ganz zu schweigen von ihren Pöbeleien. Die Kerle sind nämlich nicht zum Verspeisen ihrer Butterbrote hier, sondern sollen im Auftrag des Bauunternehmers die Bewohner vergraulen. Rotzfrech sind die Typen und lassen sich von niemandem etwas sagen. Aber von einer staatlichen Amteurin wie dir hätten die bestimmt Respekt. Kannst du den Halunken für uns verjagen? Bitte, bitte. Okay. Hey du, interessiert, eine schnelle Geld zu machen? Brauchst du fast keinen Finger dafür krumm. Alles, was du tun musst, ist etwas Kobalusöl von, du ahnst es schon, Kobalussen zu besorgen. Und Adelard an Dampframme 2 auf der Hämmerweide zu bringen. Ein Kinderspiel für eine stramme Abenteurerin wie dich, nicht wahr? Dachte ich es mir doch. Die Leute hier haben nicht viel übrig für die Ideen einer groß angelegten Sanierung dieser Region. Ich glaube immer noch, dass der Silberbazar auch so wieder zum alten Glanz zurückfindet. Innovation ist den rückständigen Träumern wie zuwider. Ich komme zwar auch von hier, aber solange genug Geld dabei rausspringen, kann von mir aus alles dem Erdboden gleichgemacht werden. Kein Wandel, kein Fortschritt, keine Kohle, nicht wahr? Okay. So, das machen wir jetzt natürlich einmal mit dem Thaumaturgen, oder? Ja, der Thaumaturg ist am niedrigsten. Was glotzt du so? Mich kann man nicht kaufen, verzieh dich. Warte mal. Wäre das dann? Ich kann einmal gucken. So. Ja, ist ja schon gut. Ich hau ja ab. Hauptsache, ich habe meine Ruhe vor dir. Falls diese Kikipo dich geschickt hat, bestell ihr mal schöne Grüße. Sie wird schon bald wieder von uns hören. Ich glaube bloß nicht, dein erbärmliches Imponiergehabe würde auch nur einen Deut an der Sache ändern. Der Silberbazar ist schon bald in unseren Händen. Lol. Okay. Naja. Und ist doch so ein Arbeiter. Daniel. Hey du, du bist so ein Abenteurer, nicht wahr?
Dann musst du unbedingt was wegen meines Vaters tun. Der fährt nämlich überhaupt nicht mehr raus zum Fischen, obwohl das eigentlich sein Beruf ist. Als Ausrede führt er immer nur an, dass ihm sein Kompass kaputt gegangen sei. Der Kompass ist eine Spezialanfertigung von System und lässt sich nicht so einfach reparieren. Man bräuchte dafür schon einige natürliche Magnete. Solche Magnete findet man in der Nähe des Leuchtturms, dummerweise aber auch zahlreiche Erdhexagone, die von ihrer Strahlung angezogen werden. Mir sind die Nummern zu groß. Auch wenn ich es sonst fast mit jedem aufnehme. Also bist du gefragt. Du traust dir das doch sicher zu, oder? Drei Magnete sollten ausreichen, um den Kompass zu reparieren. Ich bringe sie einfach meinem Vater Gelfridos. Der lungert bestimmt wie jeden Tag am Eingang der Siedlung herum. Du solltest ihn also problemlos finden können. Okay. Das kriegen wir doch hin. Hast du keine Manieren? So findet ein hart arbeitender, redlicher Mann wie ich nie seinen so wohlverdienten Schimmer. Dieser verfluchte Silberbazar gehört dem Erdboden gleichgemacht. Jawohl. So, ich musste nochmal ganz schnell mit dem Hund raus. So. Dann gucken wir doch mal. So. Wie gesagt, ich finde die Musik halt echt mega leise. Nicht, dass ihr denkt, die Musik ist leise, sondern es ist einfach. Erstens auch für mich leise und zweitens ist, glaube ich, auch gar keine da. Ja, zumindest einfach keine. Ah, jetzt. Ist das nicht schön? Und das hinten wird noch sehr, sehr, sehr interessant. Oh, es gibt auch so viele tolle Ecken. Wir haben noch nicht mal die Hälfte von der Hälfte von der Hälfte. Eigentlich ist das echt schlimm. Aber ich will mir auch Zeit lassen. Wobei ich sagen muss, hiernach gibt es, also wenn wir dann irgendwann Final Fantasy aktuell haben, also wirklich im aktuellen Content sind, gibt es auch andere MMOs, die wir spielen werden, die wir dann wiederum bis ins nächste Content spielen. Ne? Also bis es so ist so. Und wenn dann, wie zum Beispiel für hier, halt neue Sachen kommen, dann gibt's da halt was zu, ne? Pa, du willst ja Stadtwache spielen? Von mir aus. Bislang hat doch jeder von Kikipos Lakaien früher oder später das Handtuch geworfen. Ich nicht. So, du auch noch einmal. Also gut, heute kommst du auch mal glimpflich davon. Hab nämlich meinen prügelfreien Tag. Musst du wissen. Die Witzfiguren von Händlern zittern die Knie eh schon genug. Na dann. Abmarsch. So, keine Angst, wir machen auch gleich wieder Freibriefe. Aber wie gesagt, die kleinen Nebenquests gehören halt auch dazu. Ha, diese Ruhe, einfach himmlisch. Danke, dass du die Typen vertrieben hast. Ich weiß nämlich genau, was sie im Schilde führen. Die wollen die Grundstückspreise hier drücken und das Land billig aufkaufen. Mit ihren Dampframmen draußen treiben sie Pfähle in den Untergrund, um die Böden für den Bau großer Gebäude wie in der Hauptstadt zu festigen. Unseren Basar würden sie am liebsten gleich mit einstampfen und hier ein lukratives Wohngebiet errichten. Aber da haben die gierigen Herren Spekulanten ihre Rechnung ohne Kikipo gemacht. So leicht lasse ich mich hier nicht verjagen. Viele meiner Nachbarn haben ihre Zelte zwar schon abgebrochen, aber ich lasse meine Heimat nicht im Stich.
Okay. So. Hier oben ist dann natürlich noch was. Die Kobalos. Eins von vier. Ekelhaften kleinen Viecher. Nee, aber dadurch steigen wir dann auch auf. Wäre zumindest schon mal zufrieden, wenn wir alle Klasse auf 10 hätten. Dann wäre ich ja schon, ne? Etwas beruhigter. Also. Okay. Die brauchen wir auch noch. Also eventuell mache ich die Freibriefe auch einfach alleine. Jetzt nach diesem Part. Weil hier ist ja jetzt wirklich gerade Nebenstory. Bisher. Nebenstory ist ja, glaube ich, nicht ganz so wild. So, die eine Quest können wir kurz abgeben. Hallo Adelard. Lass mich in Ruhe. Ich habe schon genug damit zu tun, die Maschine wieder in Gang zu bringen. Da kann ich auf deine laienhafte Ratschläge verzichten. Uns ist das Kobalusöl ausgegangen. Und jetzt haben einige Kolben den Dienst versagt. Hier. Hey, Moment mal. Dieser Geruch. Feinste Schmierstoffaromen in meiner Nase. Weil dieses Fafafono. Oh Gott, am Ende doch was zu gebrauchen. Gott, diese Lalafinner, die sind schrecklich. Es denkt sich so ihren Namen aus. Fafaflono, glaube ich, hieß er, oder? Meine Bosse wollten aus dem lumpigen Bezirk ein luxuriöses Wohngebiet für Leute mit ordentlich Geld in der Tasche machen. Den Boden stabilisieren wir mit Holzpfeilern, weil er etwas zu weich ist und den Protzbauten der reichen Knacker, so sich genug Halt bieten würde. Am liebsten würden wir ja auch den Bericht bis zum Zentrum, den Bereich bis zum Zentrum des Silberbazars gleich mitsanieren. Aber die Alteingesessenen wollen sich einfach nicht abfinden. Einfach nicht damit abfinden. Insbesondere diese Lalafell namens Kikibu ist ein wahrer Stuhkopf. Das ist besonders ärgerlich, weil ihr ein Großteil des Landes sehr gehört. Du kannst ja mal ein gutes Wort für uns einlegen, wenn du die Dame triffst. Könnte ich. Können es aber auch lassen. Du versiegen. So. Hier ist doch schon mal was. Stufe 7. Damit kann man arbeiten. Ach, nee, eigentlich nicht, ne? Eigentlich ist es sehr bitter. Nehmen wir das aber mit.
Und jetzt kommt das Letzte. Natürlich Magneten besorgen. Dann wieder darunter. Ah, da ist dieser Fafafono. Fafafono. So hieß er. Was willst du von mir? In See steche ich euch ganz bestimmt nicht. Man. Steam-Kompass hat nämlich das Zeitliche gesegnet und ohne den fahre ich nirgendwo hin. Was? Du hast mir natürlich die Magneten besorgt? Auf Bitte von Daniel? Daniel, was hat sich der Rabauke dabei nur gedacht? Selbst wenn der Kompass wieder funktioniert, mein Kutter ist klein und besteht aus mehr Lecks als Planken. Damit sind keine großen Fänge zu machen. Früher, als es die modernen Hochseeschiffe noch nicht gab, war alles anders. Von überall landeten kleine Fischerboote in diesem Hafen und löschten ihre Ladungen. Der Handel blühte. Doch jetzt ist unser Hafen wie ausgestorben. Und wie mein kaputter Kompass weiß niemand, in welche Richtung es weitergehen soll. Ich bin da leider keine Ausnahme. Als mein Kompass seinen Dienst versagte, verlor ich auch das letzte bisschen Hoffnung. Und nahm meinen Sohn die Zuversicht gleich mit, wie es scheint. Was bin ich nur für ein erbärmlicher Vater. Ich gelobe ihm von nun an ein besseres Vorbild zu sein. Vielen Dank, dass du mich auf den rechten Weg zurückgeführt hast. Gerne. Ich bin dir äußerst dankbar, dass du mir die Magneten gebracht hast. Aber selbst mit funktionstüchtigem Kompass kann ich noch nicht wieder in See stechen. Jetzt wurden mir zu allem Überfluss nämlich auch noch meine Köder entwendet. Ach du Scheiße. Ich hatte mir gerade neue Messingköder besorgt und war auf dem Rückweg zum Bazar, als ich nordöstlich von hier in den Hinterhalt einer Goblinbande geriet. Die Burschen haben mir all meine Köder abgenommen. Mehrere Dutzend waren es, die ich mit meinem letzten Ersparnissen erworben hatte. Mein Glück auf See noch einmal zu versuchen. Ich bin bloß ein einfacher Fischer und nicht in den Künsten des Kampfes bewandert. Aber für dich, große Abenteurerin, sind diese Räuber doch sicher ein leichter Fang. Schließlich hast du auch mit den Erdhexagonen kurzen Prozess gemacht. Wenn ich wenigstens zwei meiner Köder zurückerhalten würde, wäre ich ja schon zufrieden. Bitte, du musst mir helfen. Wenn nicht für mich, dann tu es für Daniel. Er hat auch noch einen Auftrag für uns. Autsch, mein Fuß, man tut das weh. Der Trottel hatte seinen Schokobo-Führerschein vor ihrem Goldsaucer gewonnen. Du bist es. Schönen Dank für deine Hilfe neulich. Kannst du dich eigentlich direkt wieder nützlich machen? Bin von einem durchgehenden Schokobo angefallen worden, als ich gerade Waren aus Ulda zum Silberbazar transportierte. Das Drecksvieh hat es aber nicht dabei belassen, nur mein Hab und Gut in alle Himmelsrichtungen zu verstreuen, sondern mir netterweise auch noch eine Fußmassage verpasst. Nett. Mit seiner Schnabelspitze. Jetzt kann ich mich jedenfalls nur noch humpelnd fortbewegen. Ans Aufsammeln meines Krempels ist da nicht zu denken. Klingt also ganz nach einem Job für dich, findest du nicht? Drei Päckchen warten vor den Toren des Bazars auf einen ehrlichen Finder. Ah ja, okay. Ja gut, das kriegen wir auch noch hin. Oh, ich muss heute eigentlich noch Jockey machen. Das stimmt, das muss ich noch ändern. Nur noch dicker Daten. Also die Endcard fürs nächste Projekt fertig machen. Weil Enigmatus 1 ist ja jetzt durch. Enigmatus 2 wartet darauf, gereinert zu werden. Dafür brauche ich aber vorher die Endcard. Und ohne Endcard kein Rendern. Ah, mein Päckchen. Na endlich. Das wurde aber auch Zeit. Es sieht vielleicht nicht so aus, aber all diese Kleidungsstücke stammen direkt von Haute Couture Sündseide. Menge Exemplare, mit denen die Schnösel aus Ulda nicht mehr ihre gepuderten Näschen schneuzen würden. Auf dem Silberbazar kann ich sie noch zum Gill machen. Die Armschucker hier stören sich nicht an einer Laufmasche oder einem Loch in feinen Zwirn. Denen reicht es voll und ganz, wenn das Sündseide-Etikett an ihrem Fummel haftet. Früher, als hier noch lebhafter Handel betrieben wurde, hatte kein Hahn nach dem Zeug gekräht, aber jetzt sind die Bewohner des Silberbazars hellfroh,
wenn sie ihren gekränkten Stolz mit etwas löchriger Seide streicheln dürfen. Erbärmlich, wenn du mich fragst. Alle hier klammern sich verbissen an die glorreichen alten Zeiten und vergessen darüber, etwas im Hier und Jetzt zu bewegen. Mir können die deswegen gesammelten Buckel runterrutschen. Von mir aus dürfen die Jungs mit ihrem Dampframm den ganzen Basar einstampfen. Ist doch wahr. Okay. Der andere Auftrag ist da hinten. Kein Problem. Da kommen wir im 0, 0, nichts, kommen wir da hin. Aber wir haben da so wenigstens auch schon mal ein halbes Level wieder geschafft. Ich frage mich immer noch, was das hier für ein Zielort ist. Weiß nicht. So, ich musste gerade einmal ganz kurz ein paar Bilder nachholen, weil ich glaube, ich hatte anscheinend zwei Thumbnails zu wenig. Ich habe jetzt einfach eins zur Vorsicht gemacht. Das Gute ist, ich habe ja verschiedene Klassen in verschiedenen Stufen. Deswegen geht das so gerade noch alles. So. Machen wir hier mal weiter. Auch wenn ich nie weiß, für welche Quest das hier ist. Aber echt keine Ahnung, für welche Quest. Aber egal. So. Weil wenn ich bedenke, dass ich nachher unbedingt weiterrennen muss. Nee. Ich bin halt, oder was die Final Fantasy Parts angeht, bin ich tatsächlich gerade so ein bisschen im Rückstand. Ja, das ist was Eigenes an. So. Oh ja, ich habe ja kein Reittier. Bin ja darauf angewiesen, zu Fuß zu rennen. Leider. Aber passiert. Also rein theoretisch, so an sich dauert es gar nicht mehr so lange, bis wir bei der Schokobo-Quest wären. Aber ja. Wir stecken halt immer noch hier fest. Blaue Quest? Benötige 2 Messingköder, um wieder Fischfang betreiben zu können. Mein Sohn bläst immer noch Trübsal. Ich flehe dich an, du musst uns helfen. Ja. Bei Limlaen, du hast es tatsächlich geschafft. Ich hatte meinen Köder längst aufgegeben. Du hast sie an. Völlig verbogen und zerstört. Die lassen sich nicht mehr reparieren. Höchstens noch einschmelzen. Vielleicht ist dies ein Zeichen des großen Nalt. Vielleicht sollte ich reparieren. Sollte ich der. Punkt. Vielleicht soll der reparierte Kompass mich ja nicht zurück aufs Meer führen, sondern den Weg zu neuen Ufern weisen. Ich bin hier geboren und hänge am Silberbazar. Doch wer weiß, wenn ich meinen Grundbesitz an die Spekulanten veräußere, bräuchte das sicherlich ein stattliches Sümmchen genug, um mir und meinem Sohn einen Neuanfang in irgendeiner anderen Stadt zu erlauben. Sollte man meinen. Dieser Weg aus. Wie wäre dies der Ausweg aus meiner Misere? So. So macht's auch Sinn. Deine Arbeit auf meinem Testgelände ist getan, wie? Na dann her mit der Gebühr. Was? Für was war das jetzt bitte? Hey, es geht um nichts,
über ein zartes Stück Fleisch, das von der groben Magie erschlagen wurde. Es ist eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen, Thaumaturgin. Ach, das war die Quest zur Thaumaturgin-Gilde. Okay. Oko. Hast du Thaumaturgin gesagt? Hat diese Magierin gerade eine Gildenprüfung abgelegt? Ah, Meister Alchemist, was führt dich zu meinem Basar an diesem schönen Abend? Die werte Dame, ich hatte eben einen prächtigen Geier erlegt. Du wirst überrascht, wie viel dieser zepterschwingenden Magier vom Schnäbeln und Krallen zerfetzt werden. Nach deren Fleisch verlangt es mich nicht gerade. Meine verdammten Brüder, nicht schon wieder. Ja. Okay. Gut. Ich verstehe. Eigentlich nicht, aber okay. Kikipu. Kikipu. So. Silberstreif am Horizont. Okay. Nein, ich habe vergessen schon wieder die. Na, egal. Ah, du kommst gerade richtig. Der Silberbasar ist in großer Gefahr. Die Grundstücksspekulanten werden immer dreister. Mit Gewalt schüchtern die Bewohner des Basars ein und nötigen sie mit gefälschten Verträgen dazu, ihre Landstücke für ein paar mickrige Gil zu verschleudern. Nicht mehr lange und sie haben hier alles aufgekauft. Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie mit ihren Dampframmen und Abrissgeräten anrücken. Werter Kikipu, dies ist mein letztes Angebot. Ich rate dir dringend, es anzunehmen. Andernfalls. Ah ja. Du schon wieder. Ich habe dir schon tausendmal gesagt, dass du bei mir mit deinen Einschüchterungsmethoden keinen Erfolg haben wirst. Der Silberbasar ist meine Heimat und die werde ich Widerlingen wie dir ganz bestimmt nicht überlassen. Die dümmsten Hennen glucken am lautesten. Ich handle auf Anordnung vom Oberster Stelle. Die Sanierung ist längst beschlossene Sache. Wir werden diese dreckige Siedlung dem Erdbogen gleich machen und sie in ein modernes, sauberes Wohngebiet verwandeln. Sie ist schon viel zu lange ein Schandfleck in Tanalan und vollkommen wertlos obendrein. Wertlos? Was fällt dir ein? Sicher, zum Einkaufen kommt niemand hierher. Als Handelsplatz hat der Silberbasar schon lange keine Bedeutung mehr. Aber das heißt nicht, dass er uns nichts bedeutet. Er steckt voller Erinnerungen an die schönen Dinge, die hier passiert sind. Und diese Erinnerungen leben auch weiterhin in uns fort. Wie wir nach langer Suche endlich auf eine Wasserader stießen und an ihrer Stelle den Brunnen errichteten. Wie wir fröhliche Feste feierten, bei denen alle Hand in Hand arbeiteten. Der Silberbasar mag seinen Geist einstigen Glanz verloren haben, aber das macht ihn höchstens für Heuschrecken wie dich wertlos. Unsere Heimat lassen wir uns nicht nehmen. Für kein Geld der Welt. Pah, ich wollte dir wenigstens ein bisschen Stolz lassen. Aber wenn du es so willst, der Verkauf ist längst beschlossene Sache. Während ich hier meine Zeit mit dir verschwendet habe, waren meine Männer so frei, schon einmal Pfändungsmarken an die Gebäude anzubringen. Die Jungs vom Abrissunternehmen sind bereits auf dem Weg hierher. Ich werde sie am Eingang des Basars erwarten. Komm bloß nicht auf die Idee, in der Zwischenzeit die Pfändungsmarken zu entfernen. Meine Männer werden es gar nicht gutheißen. Dieser unverfrorene, tolldreiste, respektlose, betrügerische Halsabschneider. Ash, ich flehe dich an. Das kannst du diesem Widerling nicht durchgehen lassen. Du bist die Einzige hier, die ihm und seinen Handlanger Parolen bieten kann. Ja, aber das können wir erst im nächsten Part. Ciao.